Willkommen zu dieser Vorführung. Heute geht es um die Integration von WooCLAP in Microsoft Teams. Wenn Sie mit Microsoft Teams arbeiten, haben Sie jetzt die Möglichkeit, WooCLAP in Ihren Workspace zu integrieren. Dazu zeige ich Ihnen, wie Sie WooCLAP einrichten, damit Sie ein Event erstellen können. Zunächst, wenn Sie Anwendungen auf Microsoft Teams installieren können, folgen Sie einfach diesen Schritten. Gehen Sie auf Anwendung in den drei kleinen Punkten auf der linken Seite Ihrer Oberfläche. Suchen Sie WooCLAP. Wählen Sie es aus, geben Sie einen Team- oder Kanalnamen ein und in diesem Moment haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder ein neues Ereignis zu erstellen oder ein bestehendes auszuwählen. Ich erstelle mein neues Event. Und die WooCLAP-Oberfläche öffnet sich direkt in meiner Microsoft Teams-Anwendung. Um mein Ereignis abzuschließen, erstelle ich mal eine Frage. Scheint heute die Sonne? Ja. Nein. Ich speichere die Frage und mein Ereignis ist bereit, gestartet zu werden. Ich kann meine Veranstaltung wie folgt starten und mein Auditorium Anweisung zur Anmeldung geben. Die können sich entweder mit dem QR-Code oder mit dem Link hier rechts einloggen. Oder ich kann meine Studenten auch fragen, sich direkt mit WooCLAP zu verbinden, dank des Links, der im Bereich Beiträge kommuniziert wird. Hier oben. Die Studenten müssen dann nur noch auf das WooCLAP-Ereignis klicken und darauf warten, dass sie die Fragen starten. Vielen Dank.